So wichtig ist die, so lebenszeichlich ist die Abstimmung. Warten Sie, wer 25 Jahre nach dem EWR-Nein gibt es im Volkshaus eine Neuauflage vom legendären Politgipfel. Der Altbundesrat Christoph Blocher und die damaligen Parteipräsidenten Franz Steinegger FDP und Peter Bodemann SP kreuzen die Klingen unter der Leitung vom Weltwochenchef Roger Köppel. Wir reden heute von dieser Abstimmung EWR 1992 vor 25 Jahren. Ist die Abstimmung eigentlich so historisch gewesen und so bedeutsam und so weichenstellend, wie man das heute sieht? Europapolitisch würde man im Rückblick sagen, absolut unbedeutend. Warum? Haben wir Personenfreizügigkeit, ja oder nein? Haben wir die 40-Tonner, ja oder nein? Haben wir flankierende Massnahmen, ja oder nein? Europapolitisch würde ich fast am Herrn Bodemann recht geben. Wir haben alles, was im EWR angeboten worden ist, haben wir heute mit den Bilateralen. Einfach ein bisschen schlechter. Also ich meine, es ist ja selbstverständlich, dass die beiden, die die Abstimmung verloren haben, finden sie eine völlig unbedeutende Geschichte. Was ist der EWR? Der EWR, das ist Abkürzung für Europäischen Wirtschaftsraum, ein Vertrag, den die Schweiz jetzt übernehmen soll und in weiten Teilen von der EU das bestehende Recht, aber auch das künftige Recht auf diesen Gebieten zu übernehmen, ohne dass die Schweizerinnen und Schweizer etwas zu sagen kriegen. Für die Zukunft ist das Entscheidungsrecht der Schweizer weggefallen und das ist ein typischer Kolonialvertrag. Ein anderer bestimmt über ein Land. Trotz der unterschiedlichen Meinungen zu der historischen Bedeutung, das EWR-Nein hat vor 25 Jahren ein politisches Erdbeben ausgelöst, das bis heute zu spüren ist. Christoph Blocher, treibende Kraft hinter dem knappen Volksnein, erinnert sich. Also man muss sehen, der EWR ist nach dem 1989. Das ist ganz wichtig, nach dem Fall der Mauer. Was da verzapft worden ist, es gäbe keinen Krieg mehr, zum Beispiel. Da war die Vorwarnzeit von 20 Jahren. Die Menschheit sagt ganz anders. Es brauche keine Grenzen mehr. Wir gehören doch alles zusammen. Und es gäbe nur noch friedliche und weiss ich was alles. Und in dem Klima ist das entstanden, dass man eigentlich auch könnte die grossen schweizerischen Werte, nämlich die Unabhängigkeit und die Wahrung der Unabhängigkeit, die direkte Demokratie und Neutralität preisgeben. Das ist allgemein in den führenden Kreisen so gewesen. Für mich ist es aber etwas anderes noch. Wir haben ja als Alternative mal bei diesen Veranstaltungen, wo ich beim EWR war, haben die Gegner immer gesagt, wenn man gefragt hat, was ist die Alternative, jetzt geheissen die Bilateralen. Bilaterale Verträge. Und die haben wir jetzt. Und ich muss noch einmal wiederholen, die Bilateralen sind praktisch gleich wie der EWR, sie sind etwas teurer und haben vor allem kein Vetorecht bei der Ausdehnung der EU-Regeln. Nein. Wir sind institutionell sogar besser dort gewesen, als wir heute mit den bilateralen Verträgen sind. Und ich habe keine Verantwortung für die bilateralen Verträge. Ich wollte eigentlich den EWR wählen, die bilateralen Verträge haben die Gegner vom EWR wählen. Vor 25 Jahren hat der mögliche EWR-Beitritt für emotionale Diskussionen gesorgt. Heute sind es die bilateralen Verträge. Und da streiten die Protagonisten vor allem darüber, wie viel Gewicht die Schweiz gegenüber der EU hat. Es ist eigentlich furchtbar einfach. Du sagst, man kann bilaterale Verträge abschließen. Gang eines an den Deutschen sagen, wir wollen jetzt einen bilateralen Vertrag im Bereich des Personenverkehrs usw. Die machen dir die lange Nase und sagen, zuständig ist jetzt da die EU. Da kann man nicht mit den einzelnen Ländern diskutieren. Ich rede auch von der EU. Du kannst ja mit der EU auch einen rechten Vertrag aushandeln. Aber du musst es auch sein lassen können. Schau, jetzt haben wir praktisch, geht ja immer weiter. Da habt ihr schon recht. Geht weiter, weil die Verlierer, das ist ja Klasspolitik. Ja, da gehen es 1,3 Milliarden mit dem Juncker. Ganz schön still gewesen. Und heute hat die EU gesagt, jetzt machen wir für die graue Liste als Steueroase. Das ist unsere Verhandlung-Ding.
Wir haben gar nichts bekommen für die 1,3 Milliarden. Das ist ja nichts. Und da beharre ich drauf. Wir sind stark genug. Die EU führt mehr ein in die Schweiz als wir in die EU. Ich will das einfach. Nur pro Kopf spielt das bei denen keine Rolle. Ja. Das tut sich verteilen okay. auf die ganze EU. Das gibt pro Kopf eine kleine Zahl. Und für die Schweiz gibt es natürlich eine ganz hohe Zahl. Steiniger, da müssen wir 7 Millionen machen. Ja, ja. 11% abnimmt. Das ist nicht einer, wo man sagt, das ist nichts. Und den einen, der noch zahlen kann. Die anderen müssen ja meistens sehr, sehr hätten. Lieber, stopp schnell, stopp. Neuauflage vom legendären Politgipfel dreht sich auch immer wieder um die umstrittene Personenfreizügigkeit. Peter Bodemann findet da deutliche Worte. Kernangriffspunkt der SVP ist ja die. Höchste, also, Sie reden von der Masseneinwanderungsinitiative? Ja, ist ja die höchst erfolgreiche Personenfreizügigkeit dank flankierender Massnahmen. Zur eigenen Überraschung haben Sie die Masseneinwanderungsinitiative gewonnen. Nachher hat der Fluri so ein Placebo-Gesetz gemacht, he, mit der Umsetzung, eigentlich ohne nichts. Mit einer Zustimmung, ja, Hof, ich bin ja nicht da gewesen. Und nachher ergreift die SVP nicht einmal das Referendum mit einer ganz komplizierten Argumentation. Ja. Der war halt dann die bisherige. Politisch gesehen hätte ich mir sagen, das geht nicht. Wir schlucken die Placebo-Fluri-Pille nicht. Und der hat das Volk entschieden. Ihr habt Angst gehabt. Ihr könnt immer eine so komplizierte Initiative machen, wo kein Mensch rauskommt. Und nicht einmal die eigenen Juristen. Die können ja immer noch sagen, das muss man wieder anders. Die Initiative sehe ich klar vor. Weil im Vertrag Personenfreizügigkeit steht, wenn einer ein Problem hat, dann verhandelt man zur Lösung des Problems. Und wenn es ein gravierendes Problem ist, muss der Vertrag angepasst werden. Und die EU hat von Anfang an gesagt, wir verhandeln nicht. Sie sind also vertragsbrüchig geworden. Und die Initiative sieht vor, in 3 Jahren muss das Regime beschlossen sein. Und Frau Sommaruga hat auch gesagt, wenn wir mit der EU nicht einig werden, bleibt nichts mehr als Kündigung. Der Bundesrat hat ja die Kompetenz und wir sind mit dem einverstanden gewesen. Also Sie haben nicht Angst davor, Warten Sie nur. Wir haben das Ziel gehabt, sämtliche Verträge vernichten, auch wenn sie uns nichts nützen. Aber das muss raus. Und die EU hat natürlich, und das war auch ein Fehler, dass man das hier gemacht hat, ich habe es auch schon bekämpft, eine Guillotine-Klausel. Die EU hat gesagt, wir finden alle Verträge zusammen, weil, das habe ich jetzt von Herrn Hellenberger gehört, der die Verhandlungen geführt hat, die hat hier schon gesagt, mit eurer direkten Demokratie kommt das Volk und sagt, wir wollen den Vertrag nicht mehr, das müssen wir verhindern. Dann sehen Sie, so wird da gewurscht. Nein, man kann den ganzen Bilaterale künden. Warten Sie. Das ist doch kein Problem. Und dann so, dass man nur einen Nachteil hat. Und wir kommen jetzt mit der zweiten Initiative, die ausdrücklich sagt, muss beseitigt werden. Und wenn es auf dem Verhandlungsweg nicht geht, in 12 Monaten, muss innerhalb 30 Tagen gekündigt werden, damit der Herr Bodemann auch noch die Befriedigung hat. Wie geht es jetzt weiter? Die EU pocht ja seit Jahren auf ein institutionelles Rahmenabkommen mit der Schweiz. Selbstverständlich ist auch das an der Veranstaltung der Weltwoche intensiv diskutiert worden. Also Herr Steiniger, der Rahmenvertrag, institutionelle Anbindung an die Schweiz, das Mandat sagt, automatische Rechtsübernahme, Europäischer Gerichtshof, unsere Details sind noch nicht ausgehandelt. Was ist Ihre Position zu dem? Was müssen wir da machen? Also ich kenne den Rahmenvertrag nicht. Also der müsste ausgehandelt werden. Ich kenne nur das Verhandlungsmandat, das die europäischen Staaten an der Kommission gegeben haben. 2014, glaube ich. Der wäre für mich nicht, also der kann man verhandeln, aber ist für mich nicht akzeptierbar. Warum? Ja, also ich bin jetzt nicht mehr, seit 12 Jahren nicht mehr in der Politik, aber er würde Automatismen einführen, würde wirklich das einführen, was wir gerade nicht wollen. Mhm. Nämlich, dass es einen automatischen Nachvollzug gibt, Rechtsübernahme gibt. Und ich glaube, das ist nicht, aus meiner Sicht nicht verhandelbar. Die Erfahrung der letzten 25 Jahre zeigt, es gibt zuerst ein bisschen Aufregung, die SVP macht das Theater und nachher am Schluss tut man das irgendwie durchwinken, weil es keine Alternative gibt. Wir haben nichts mehr zu sagen. Und es ist uns die gleiche Frage.
Wer hat denn nichts mehr zu sagen in der Schweiz? Nicht Beamte, die haben gerne da, Politiker auch. Ach, sondern die Bevölkerung kann nichts mehr sagen. Und die EU sagt, wenn ihr Streit habt, dann entscheidet der Europäische Gerichtshof, also nicht auf einen Richter. Und wenn er gleich, wenn das Volk zum Beispiel sagt, das wollen wir nicht und wir müssen übernehmen, dann gibt es Strafmaßnahmen gegen die Schweiz. Dann könnt ihr sagen, dann können wir das machen oder das machen und dieses. Das ist ein entwürdigender Vertrag, es ist wieder ein Kolonial. Und eben jetzt in der Konsequenz. Aber heisst das, sofort den Stecker rausnehmen, sofort die Verhandlungen abbrechen oder ins Amt verlaufen? Nein, man hätte sollen bereits von Anfang an sagen, das ist für unsere Bevölkerung unzumutbar. Fertig! Rund anderthalb Stunden haben die Politgrössen leidenschaftlich diskutiert, sehr zur Freude vom zahlreichen Publikum. Und zum Schluss hat es sogar versöhnliche, ja sogar lobende Worte gegeben. Sie kennen sich ja aus all diesen Schlachten damals, wo das angefangen hat, ganz intensiv, wo sich die Polarisierung in der Schweiz zugespitzt hat. Sie kennen sich sehr gut aus x Debatten. Herr Bodemann, mich interessiert von Ihnen die Frage, was ist eigentlich die grösste Qualität oder das, was Sie heimlich an Ihren beiden Antipoden Franz Steinegger und Christoph Blocher immer geschätzt haben. Was haben Sie als Qualität von diesen beiden immer als heimlich? Sie haben es vielleicht nicht zugegeben, aber insgeheim gesagt, Kopf in Stutz, das machen die beiden gut, das ist ihre Stärke. Was sagen Sie da? Gut, der Christoph Blocher, ich habe das am Anfang versucht zu erklären, das ist untergegangen, das ist nicht so interessiert. Der hat effektiv Begabung gehabt. Zu begreifen, es gibt ein grosses Potenzial, das im Zeitpunkt vom Schwarzenbach grösser war als im Zeitpunkt vom EWR. Und er hat das aus den anderen Partien rausgebrochen und hat die stärkste Partie in der Schweiz gemacht. Das ist effektiv ein politischer Leistungsausweis, den man nicht bestreiten kann. Der Bodemann war der beste Präsident der SP, den ich erlebt habe. Er hat gemerkt, ich muss vorangehen und ist ja gegangen. Aber natürlich mit einem völlig verfehlten Gedanken. Gut, aber. Und bis jetzt heute Abend, da kann ich jetzt mal ein bisschen einschränken, er ist immer gestanden zu seiner Meinung, dass er in die EU will. Also muss ich sagen, weil wissen Sie, es hat jetzt noch einen Ruf, der die Tiere treibt und es nicht mehr zugeht. Wohl. Ich nicht mehr zugehen. Nicht zugelassen. Nein, ich habe nicht gesagt, okay, wir dürfen das nachher behandeln. Nein, jetzt habe ich nicht von Ihnen geredet, sondern von den anderen, im Gegensatz zu Ihnen. So, ja. Die wollen. Bitte Sie, während ich jetzt hier ein kleines Abschiedsgeschenk hole, einen herzlichen Applaus für die Teilnehmer auf der Diskussion.